Hi Freunde, willkommen zur Folge 15 von Sherlock Holmes hat einen Knall. also irgendein Geheimnis hat er. Haben in der letzten Folge ja gesehen, als er die Knarre gezogen hat, und so dachte ich mir, oh, eieiei, wer lungert da vor der Haustür? Zigeuner. Also sorry, nichts gegen Zigeuner, ich mag Zigeuner. Aber dafür heute gar nichts mehr sagen, auch kein Wort. Und wir ich müssen sag auch nichts. Jede unserer Spuren weiterverfolgen. Ja, werfen wir einen Blick auf die Karte von London, genau. Ja, ich glaube, da muss man aus der Türe gehen, dann kommt die Karte von London. Ja, aus der Türe, genau. Aus dieser Türe hier. Wie eh und je, genau. Kensington Garden oder Westgate Gefängnis? Na, wir gehen zum Kensington Garden diesmal. Garden. Oh ja, genau. Stimmt, da gab es ja drei Sachen. Wir sind da. Der Neffe des Bischofs wohnt hier? Ja, er hat ein Zimmer im Erdgeschoss angemietet. Wow. Okay, Leute. Wir sind hier im Kensington Garden. Entschuldigung. Kann ich Ihnen behilflich sein, Gentlemen? Guten Tag, Madam. Wir wollten einem Ihrer Mieter einen Besuch abstatten. Henry Hamford ist sein Name. Er ist nicht hier. Und Sie müssen verstehen, dass ich Fremden nicht die Tür öffne. Vor allem nicht bei all dem Gesindel, das sich hier herumtreibt. Aus diesem Grund sind wir hier. Sie sind von der Polizei? Nein, Henry ist ein Freund von uns. Und er hat sich wegen dieser Herumtreiber besorgt gezeigt. Er wollte, dass wir kommen. Das überrascht mich nicht. Mr. Hamford wirkt zwar auf den ersten Blick etwas eigenartig, aber er ist ein sensibler und netter junger Mann. Er muss gemerkt haben, dass ich beunruhigt bin. Erst heute Morgen wurde ein Teil meiner Wäsche aus dem Garten gestohlen. Ey, am helllichten Tag geklaut. Das scheint der beste Ausgangspunkt für unsere Untersuchungen zu sein. Dürften wir Ihren Garten betreten und dann vielleicht einen Blick in das Zimmer unseres Freundes werfen? Es kann bestimmt nicht schaden, wenn Sie sich ein wenig im Garten umsehen. Aber was sein Zimmer betrifft, Sie müssen verstehen. Die hat einen ganz schönen Frauenbart, oder? Oh, das ist ein tiefer ja, Schatten. Natürlich. Okay. Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Ja, Mr. Holmes, was sollen wir tun? Um. Genau, mein Junge. Und du wirst jetzt mir irgendwas hinterhertragen, was unnötig ist. Weil ich bin Sherlock Zapzerab Holmes. Lässt sich nicht öffnen. Ja, scheiße. Scheiße. Und schon ist unsere Mission gescheitert, weil wir kamen nicht durch die Gartentür. Oh nein, Jack the Ripper. Und Mr. Morrigan. Wie heißt er? Mr. Hey. Also mit Damen habe ich es nicht so müsste wissen. Gegen wen kämpft Sherlock Holmes, ha? Huh? Das ist ohne Gegen Zweifel Doktor. Die Wäsche von Henrys Vermieterin. Mabuse, keine Ahnung. Scheiße. Sorry. Ich bin leicht In der verpeilt. Tat, da scheint ein Kleidungsstück zu fehlen. Ja, und wir haben die Wäscheklammer auch noch gestohlen, weil die braucht sie nicht mehr. Ist ja klar, keine Wäsche mehr, dann braucht sie auch keine Wäscheklammer, die nehmen wir gleich mal mit. Ein Rechen. Wollen Sie den wirklich mitnehmen, Holmes? Ja, selbstverständlich. Hallo? Die gedacht, wir sind hier zum Beschatten. Jetzt laufen wir erstmal über ihr Beet noch. Schön über die Pflanzen drüber, geht nicht. Sehr ordentlich. Sehr ordentlich. Jetzt kann man hier erkennen, oh. Ein Loch in der Türe, kann man hier auch das noch was hier stehlen? Das könnte interessant sein. Ja, wir könnten ein Loch reinschneiden. Vor kurzem wurde hier ein Loch reingemacht. Diese Bretter wurden erst vor kurzem hier angebracht oder erneuert. Sie sind weniger verwittert. Da scheint ein Loch drin gewesen zu sein, gell? Aha. Ich brauche etwas. Ja, und was brauche ich? Ich könnte dazu den gestohlenen Rechen verwenden. Nein, das ist nicht... Nein, den kann ich nicht verwenden, aber ich kann dazu die Wäscheklammer verwenden, oh ja. Das kann ich nicht. Nein, kein Problem, aber man kann dazu das Taschenmesser benutzen. Das kann ich nicht tun. Scheiße. Das kann ich nicht. Na toll. Das heißt, wir müssen noch was anderes stehlen von der armen Frau. Wir können es anzünden mal? Nein. Okay. Alles klar. Wir werden noch andere Dinge aus diesem Garten stehlen, oh ja. So ungeschoren kommt mir die Frau nicht davon. Gucken. Hinter uns war die Türe, die habe ich schon gesehen, aber hier können wir... Essensdosen, die aneinander geschnürt wurden. Also Dosen, aha. Ich sehe hier auch Tassen, Gläser, Flaschen
Und ich sehe nur, eigentlich nur, zwei Dosen, drei Dosen. Na toll. Das Seil dürfte lang genug sein. Sieht für mich wie eine einfache Falle aus, die vor Eindringlingen warnen soll. Die gute Lucky Luke-Falle. Ja, ist ja geil. Ja, sie hatte die Dosenfalle. Und sie hatte den Rechen. Aber was sie nicht hatte, war die Erfahrung. Hier stand wohl mal eine Schaufel. Und kann man an dem Schatten erkennen? Aha. Ist ja geil. Kann man an dem Genius des Sherlock Holmes erkennen? Das hatte sie nicht. Eine kleine Gartenhacke. Endlich haben wir die auch gestohlen. Nach der habe ich so lange gesucht. Und jetzt, wo wir die Gartenhacke haben, werden wir die Weltherrschaft an uns reißen mit der Gartenhacke. Ah. Geil. Gut, wir können durch. Sorry, ich bin ein bisschen... Was meinen Sie, Holmes? Nix, was ich meine. Achso, wir können einfach so durch. Kommt keine Szene, nichts. Wir können einfach so da durchgehen. Ja, geil. Oh, ein Lager. Hier wird gefressen. Die Überreste einer kleinen Mahlzeit. Hier muss jemand ziemlich viel Zeit verbracht haben. Da hat der gefressen hinterm Zaun und gespannt. Alter. Aber ist okay. Diese Zeitung ist 4 Tage alt. Der Neffe des Bischofs wurde also schon vor dem Mord an seinem Onkel beobachtet. The Strand. Laut Schätzungen ist davon auszugehen, dass fast die Hälfte der Londoner Bevölkerung keinen ausreichenden Zugang zu Lebensmitteln mehr hat. Schon jetzt ist die Lage in den ärmsten Vierteln der Stadt kritisch. Wenn die Behörden nicht eingreifen, droht sich diese Nahrungsknappheit zu einer schlimmen Hungersnot auszuweiten. Okay, sieht schlecht aus für uns. Sehr schlecht, aber kein Problem. Wir öffnen diese Tür von diesem Schuppen. Hier ist nichts Interessantes. Stehlen wir noch was? Können wir nicht noch was stehlen? Alter? Wir sind das Gesetz. Ja. Okay, wenn der so läuft, hört sich immer an. Entweder schlurft der brutal. Oder? Er läuft im Schnee. Wo war da was? Ich sehe hier nichts. Nur was glotzt in der Tür. Aha. Zu vermieten. Toilette. Nee. Toilette. Aha. Zu mieten. Zu vermieten heißt Toilette. Zu vermieten. Okay, heute Tag wird man schreiben for rent, aber Toilette hat da was, oder? Was meinen Sie, Holmes? Was sollen wir... Ja, ist ja in Ordnung. Ich bin hier der Holmes. Und er ist nur mein Junker, mein Handlanger. Es ist so, wie ich dachte. Von hier aus hat man Henrys Zimmer genau im Blick. Na also, Sherlock Holmes, gute Mann. Sherlock Holmes, gute Mann. Lässt sich nicht öffnen. Na gut, ich sag mal, nachdem wir jetzt hier alle Gartengeräte gestohlen haben. Das ist das Fenster zu dem Zimmer, das der Neffe des Bischofs von Knightsbridge angemietet hat. Also haben wir noch was übersehen? Ich glaube nicht. Nein, das ist nicht nötig. Ja, genau, das ist doch nicht nötig. Ich wollte sowieso gerade, wollte ich nochmal hier zurückgehen. Können wir das nicht irgendwie öffnen? Mit Wäscheklammern? Lässt sich nicht öffnen. Also Wäscheklammern nicht die gute, aber Taschenmesser. Lässt sich nicht öffnen. Scheiße. Jetzt echt nichts weiter zu sehen. Also weiter geht's. Laufen wir hier entlang. Oh nein. Das alles angeschaut, alles grün. Grün, hier gibt's gar nichts zu sehen. Das
gibt nur diese Türe, in die wir aber nicht hineinkommen. Scheiße. Okay. Cool bleiben. Diese Türe können wir nicht öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Jetzt achten. Na, nee, ich muss passen, sorry. Ich muss mal ganz kurz nachlesen, was man jetzt machen muss, wie peinlich. Im Baum hängt ein Jackett, aha. Ist das so? Also in diesem Baum hier hängt schon mal kein Jackett. Hier hängt ein Jackett, na da oben. Ah toll, na toll. Ich habe auch gelesen, wie man jetzt da dran kommt, natürlich, selbstverständlich. Sorry, tut mir leid. Ich habe euch nicht den Spaß genommen. Dieses Jackett ist etwas angerissen. Es muss sich im Geäst verfangen haben, als der Mann, der es gestohlen hat, auf dem Zaun stand. Und als er gesprungen ist, hat er es einfach im Baum gelassen. Mhm. Ja, cool. Gartenschnüffler, genau. Aber es war jetzt schwierig, einfach weil es war nicht zu sehen, richtig. Also, aber ich schätze mal, wir werden das Jackett jetzt ein bisschen angucken müssen. Lässt sich. Okay, jetzt mal gucken, Moment. Jetzt machen wir nämlich diesen hier. Geht nicht. Okay, schade eigentlich. Also sorry, ich muss ganz kurz gucken, was man jetzt mit dem Jackett macht. Der ergibt sich jetzt was oder ergibt sich gar nichts. Also doch zur alten Dame. Jetzt kann man bis zur alten Dame hingehen. Ah, ich krieg die Krise, ehrlich. Aber sehr gut, sehr gut. Ist das das Kleidungsstück, das verschwunden ist? Oh ja, das ist es. Wo so haben Sie es gefunden? Im Baum. Auf dem Boden. Ohne Zweifel hatte der Wind seine Finger mit im Spiel. Dann Boden? Wurde ja gar nichts gestohlen. Mir ginge es besser, wenn diese Halunken tatsächlich nichts weiter als Wäschediebe wären. Das ist leider nicht der Fall, Madame. Diese Angelegenheit scheint bei weitem ernster zu sein. Offensichtlich wollten diese Herumtreiber Henry ausspionieren. Würden Sie uns jetzt bitte in sein Zimmer lassen? Ach du lieber Himmel, ist denn das die Möglichkeit? Kommen Sie rein. Die erste Tür links. Gehen Sie einfach rein. Er schließt nie ab. Na gut zu wissen, also sehr gut. Nein, nie. Sie kennen ihn ja. Er macht viele Dinge nicht so, wie es normalerweise üblich ist. Er lebt in seiner eigenen Welt. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Hat er irgendetwas gesagt? Gestern Morgen. Er hat nur ein paar Worte gemurmelt. Guten Morgen. Man versteht nicht immer, was er sagt. Oh, alte Schlumpfe. Wenn er überhaupt spricht. Er sagt halt wenn ich ihm eine Frage stelle, starrt er oft nur irgendwo hin. Auf den Boden, an die Decke, als wäre ich gar nicht da. Sich halt die Fresse, du bist so scheiße. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Ah, bist du scheiße. Ich weiß genau, was Sie meinen. Erst manchmal in den Geist des Täters hineinzuversetzen. Oh ja, halt. Sobald ihn etwas aufregt, kocht er vor Wut. Scheiße, die Schlampe. Selbst wenn er allein in seinem Zimmer ist. Die frisst und eine Sekunde auf die andere steht er dann plötzlich einfach nur regungslos da und starrt ins Leere. Er hat was. Er beruhigt sich so schnell, wie er wütend wird. Ja, scheiße, die hat einen Frauenbart. Denkt er sich, ah, der Frauenbart, oh mein Gott. Der ist so groß. Naja, gut. Vielleicht ist die Türe links, ich weiß, ist die Türe links, aber die ganzen Secrets, die kommen ja, das ist der Garteneingang, der berühmte. Da kommen wir aber auch nicht, vielleicht müsste auch da abgeschlossen sein. Genau, okay. Dann würden wir also hier reinkommen, in dieses Haus, hier entlang den Gang, aha. Hier rumgehen. Und
Voila. Oh je. Er wollte wohl seinen Schal mitnehmen, aber hat ihn dann hier liegen lassen. Ja, gut, deswegen nehmen wir ihn mit. Ja, er wollte ihn wohl nicht mehr. Hier hat offensichtlich jemand eine Tasche ausgeleert. Das hier könnte interessant sein. Ein Kasten. Mal sehen. Mir fehlen Informationen. Ja. Ja. Zwei. Er hat den Zahlencode für das Schloss hier eingeritzt. Watson, notieren Sie die Ziffern. Ja, guter Mann. Notiert. Notiert. Ich habe alles notiert. Das Schloss ist ziemlich komplex. Der junge Henry ist außerordentlich intelligent. 1, 2, 3, 5, 1. Ach so. Ah, okay, ich verstehe schon. Okay, okay. Also 1. Hey. Hä? Da musst du irgendwo hin drücken, oder? Naja, okay. Okay. 1, 2, 3, 5. 2, also 1, 2, 3, 4. Das so sehe ich das. 10. 8, 6, 4 Zahlen. Okay. Ist schon interessant. Was ist das für eine Scheiße? Cold Patterson. Mhm. Zwei, drei, zehn. Zwölf. 15, 16. Oh je. Oh je, wie soll das gehen? Also 9 minus 6 sind 3. 21 minus 3 sind 18. Ah, hängt das so zusammen vielleicht? 3 mal 6 ist 18. Zweimal 9 ist 18. 3 mal 6 ist 18. 3 mal 7 ist 21. 9 plus 3 ist 12. 12 plus 4 ist 16. 16 plus 5 ist 21. 21 plus 6.
9 plus 1 ist 10. Plus 2. Plus 3. Minus 3, minus 2, minus 1. Minus 3, minus 2, minus 1. Minus 3, minus 2, minus 1. Minus 3, minus 2, 4. Okay, wenn das stimmt mal, das weiß ich nicht. 1, 2, 3, 5, also. Plus 1, plus 1, plus 2. Okay, was ist hier das Rätsel? Minus 3 plus 4. Minus 2 plus 3. Minus 4 plus 1. Minus 1. Naja, okay, das scheint mal nicht so gut zu sein. 4 plus 2 ist 6. 5 plus 1 ist 6. 4 plus 1 ist 5. 3 plus 2 ist 5. Naja, das scheint mal ein bisschen komisch, aber vielleicht ist es die 5. War nicht so ganz sicher. 4, 6 müsste das 8 sein. 5 plus 3 ist 8. Okay, vielleicht war das was. Okay, 10 minus 2 minus 2. Okay. 3 plus 4 plus 4. Also minus 2 minus 2 plus 4 plus 4. Und das vielleicht in die 1. Ne, 3. Und dann mal drehen, bis das Richtige kommt. 3. Oh je, das war schon mal das Richtige, was ich da mir ausgedacht habe bei den anderen. Also andere Methode. Mal hier gucken. Plus 1 plus 1 plus 2. Aber man kann auch so sehen. 1 plus 2 gleich 3. 2 plus 3 gleich 5. 3 plus 5 gleich 8. Okay. Ich glaube, das ist die richtige in der Zahlenfolge. Kann ich ja nie wissen, ehrlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zehn. 4 plus 1 plus 5 sind 10. 2 plus 6 ist 8, 11. Okay. 10, 11. 5 plus was gibt 12 dann? 5 plus... Keine Ahnung. Man könnte auch so sehen. 4 plus 8, 9. Von oben nach unten 9. 4 plus 2 plus 3 ist 9. 1 plus 9. 5 muss hier 1 rein. Das ist die Möglichkeit wäre. Leer. So. Aber laut Was? Aufschrift war in dieser Kiste ein Colt Patterson. Das ist eine gefährliche Waffe. Okay. Geil. Und dem Zustand des Kastens nachzuurteilen, war sie neu. Ja, Holmes, verdammte Scheiße, da war sie neu. Bevor wir uns aber die Geige anschauen. Speichern wir, das kommt in der nächsten Folge, ich freue mich schon. Bis dahin, mach's gut, schalte wieder ein und ciao.